Das Hut machen ist sicher eine Familienangelegenheit, auf jeden Fall. Wie man es halt jetzt schon eigentlich in der dritten Generation können machen können, oder? Aber es bedeutet sicher auch Freude am Handwerk, Freude, in einer Person eine Freude können zu bereiten. Ich glaube, das Schönste am Hut machen, wenn jemand mit einer Vorstellung zu dir kommt und du dem seinen Wunsch kannst spüren, ablesen und dann den erfüllen. Ich glaube, das Schönste am Hut machen. Wir sind in Häcklinger Heim, das ist im Kanton Aargau. Tief im Freiamt, dort, wo die ganze Stroh-Tradition eigentlich so einen grossen Ursprung hat. Mit der Eröffnung oder Wiedereröffnung von dem Laden in Basel erhoffen wir uns natürlich schon, erstens mal das Handwerk können zu pflegen, weil das in Basel noch sehr verankert ist. Das hat uns eigentlich von Anfang an begeistert. Auch die Tradition vom Schwarzmund, die vorhin da ist, zwar ein bisschen weit. Wir haben einfach gefunden, wir haben eine schöne Tradition, der Schwarz auch, und das passt. Das sind super Synergien. Das ist eigentlich mega schön. Also, kaum haben wir eröffnet, sind die ersten Leute gekommen und haben uns gratuliert und Freude gehabt, dass wir da sind. Obwohl wir Aargauer sind. Obwohl, dass man es auch gehört. Nein, von dem her ist Basel einfach super toll hier. Uns gefällt es. Ja, beim Stroh ist immer zuerst das Material. Und das ist ein Bändeli. Das ist geflochten von Hand. Das beziehen wir aus der ganzen Welt. Das kommt ganz aus Rohmaterial drauf an. Das, wo ich jetzt hier am Nähen bin, ist Raffia. Das ist eine sehr flexible Faser. Da fährst du oben an. Also so schneckenförmig. Das ist eigentlich immer der Aufmut, die Krone in dem Sinn. Wo du anfängst zu nähen und du tust dich spiralförmig oben abarbeiten. Dann gehen wir eigentlich Zentimeter um Zentimeter gehen wir vorwärts. Du tust das eigentlich von Hand steuern, also du tust eigentlich Form, tust du an der Maschine von Hand gehen, durchziehen und stoßen. Wir produzieren eigentlich sehr traditionell, sehr altmodisch auch. Ich bin ein bisschen Verfechter von dem. Ich liebe halt die Maschine, ich liebe das Handwerk. Und ich finde einfach, wenn man von Hand etwas herstellt oder so, es hat eine ganz andere Wertigkeit. Und geschlossen am Ende spürt man es auch der Qualität, wenn ein Hut so hergestellt worden ist. Und so kommst du in eine gewisse Form. Und die kleinen Unebenheiten können wir mit dem Glätteisen ausglätten. Wir gehen immer wieder zwischendurch den Trab auf die Form schauen, sind wir richtig, gehen wieder daher glätten. Und bis halt eigentlich die Randbreite erreicht hast, die du willst. Ja, und dann geht es weiter, je nach Hut. Bei diesem Modell ist es jetzt einfach, dass wir ein Sonderband reinnehmen. Das ist einfach wegen dem Schwitzen, dass es auch angenehmer ist im Kopf. Und nachher kommt ganz simpel nur noch gar nicht die Uhr daher und dann ist der Hut an sich schon fertig. Mit 23 habe ich das Geschäft übernommen, ja. Das ist, muss sagen, das ist ja auch gewollt gewesen. Es ist überhaupt nicht so, dass ich in die Rolle nie gedrängt wurde. Ich glaube, es war gut gewesen, wenn ich so jung war. Weil du bist naiv und du siehst, du hast Visionen, du hast Träume und du hast sie realisieren. Wenn ich das mit 30 gemacht hätte, wäre es komplett anders rausgekommen. Das kann ich so sagen, ja. Ich mache Kollektion, ich helfe in der Produktion mit
Und mir gibt es mehr Befriedigung, wenn ich am Abend nach Hause gehe und sage, ich habe 5 Hüte oder 6 Hüte gemacht, als wenn ich das Büro sauber aufgeräumt habe. Das ist einfach so, das ist ganz ehrlich. Ja, wir sind 25 Leute eigentlich, also viele Teilzeitangestellte. Aber plus minus Vollzeitstellen sind wir 13 bis 14 Leute. Ja genau, die etwas mit dem Hut am Hut haben. Tradition ist bei uns sicher wichtig. Und vielleicht ein bisschen weit hast du dann den Druck oder auch das Gefühl, du musst das ein bisschen weit wahren, wie du halt auch von vielen Leuten zugetragen bekommst, wie schön sie das finden und wie wichtig auch. Und ich glaube, ja, klar machen wir das gerne, aber es tut ein bisschen weit auch verpflichten, das kann ich schon so sagen, ja, auf alle Fälle. Unsere Kundschaft ist sehr, sehr breit. Das fängt bei einer Polizei an. Das geht hin bis zum Militär, wo eine Mütze will für einen Divisionär. Das geht über Opernhäuser, Theater, Fasnachtsklicken, Privatkunden, die da reinkommen, einen Wunsch haben mit einem Blatt Papier und einem Hut skizziert, die fragen, ob sie das können. Also von dem her wirklich decken wir sehr viel ab. Und das ist auch das Schöne am Ganzen eigentlich. Ja, wir dürfen sogar bis ins Bundeshaus dürfen wir Hüte machen. Ja. Das fällt zum Teil bei Parlamentariern an, das wissen wir, das ist eigentlich interessant, aber das fällt jetzt für mich. Aber offiziell Bundeswerber zum Beispiel, wo halt auch medial präsent ist, wo du immer wieder das Gesicht bekommst in dem Sinn. Stimmt, der Bundesrat. Ja, die haben eigentlich anlässlich von ihrem Schulreisli haben die uns besucht gehabt. Das war ein sehr spezieller, schöner Moment für uns. Ja. Ja, schlussendlich braucht es immer Glück. Ich sage immer, Glück fliegt dir nicht zu. Wenn du dafür schaffst, kann es sicher viel eher greifen. Und wir haben hergeschafft und haben auch ja, haben einfach gute Leute um uns herum gehabt, die uns zu dem dann geführt haben, wie es jetzt so also ist. Ja. Ha 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 ha!